Ich hoffe, Sie hatten gute Workshops mit intensiven Debatten und Austausch. So war es jedenfalls in dem Workshop, in dem ich war, über Mensch und Natur. Und ich freue mich, dass Sie jetzt hier sind zu dieser zentralen Runde. Wie glaubwürdig ist die ökologische Erzählung? Wie viele Menschen kann sie überzeugen? Wie zieht sie Leute in ihren Bann, damit sie auch politische Kraft gewinnt? Und da ist es eigentlich, um das mal vorwegzunehmen, nur graduell entscheidend, um welche Ideen und Konzepte es geht. Die Grünen sind davon überzeugt, dass die ökologische Frage eine Überlebensfrage der Menschheit geworden ist und eine Voraussetzung, eine Bedingung der Möglichkeit, wie Peter Siller sagen würde, für Freiheit, für freiheitliches, selbstbestimmtes Leben. Trotzdem ist es nicht leicht, die Mehrheit der Menschen zu überzeugen, dass wir radikale Lösungen brauchen, dass wir eine veränderte Ökonomie, eine veränderte Lebensweise brauchen, um die sozial-ökologische Transformation wirklich zu bewerkstelligen, die nicht nur das Klima rettet, sondern gleichzeitig unsere Freiheit erhält und für Gerechtigkeit sorgt. Klimafragen sind Gerechtigkeitsfragen. Da macht es auch nur einen graduellen Unterschied, ob das Projekt jetzt Green New Deal heißt oder die Commons-basierte Wirtschaft in den Blick nimmt oder Degrowth. Insgesamt hat das ökologische Projekt doch damit zu kämpfen, Mehrheiten zu gewinnen und in der politischen Realität sich durchzusetzen. Das ist jetzt mal die Ausgangsthese. Wir haben eine Praktikerin eingeladen und einen Beobachter, und ich bitte beide jetzt nach oben hier auf das kleine Podium. Wir freuen uns, dass Regine Günther da ist, am Senatorin in Berlin seit Dezember 2016 für UVK, Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Herzlich willkommen, Regine. Und wir haben Peter Unfried eingeladen, Redakteur der Taz, ein nachdenklicher Grünenversteher. Es gibt jetzt, glaube ich, gerade wieder eine neue Publikation über das ehehafte Verhältnis zwischen der Taz und den Grünen. Aber darum geht es jetzt nicht. Dem auch an der Gewinnung von Mehrheiten für die ökologische Politik liegt. Regine, wie setzt man in einer Koalition mit zwei anderen Parteien? Es gibt eine Machtoption, man nutzt die, man ist in der Koalition. Wie setzt man ökologische Politik dann eigentlich um? Ja, natürlich die Grundvoraussetzung, dass es einen guten Koalitionsvertrag gibt. Dann hat man schon mal irgendwie die wichtigen Pfeiler eingeschlagen, wo auch alle dahinter stehen. Und dann geht es natürlich ans Umsetzen. Ich glaube, das gemeinsame Verständnis der Koalition ist, dass, wenn wir nichts ändern, die Probleme größer werden, und in Politik geht es um Problemlösung. Und wenn man sich Berlin anguckt, da ist in vielen Jahren eben viel zu wenig Geld investiert worden in Infrastruktur, in Grün, in Bauen. Und das manifestiert sich jetzt. Insofern ist diese Regierung jetzt gefragt, genau diese Schulden, bei mir liegen die Infrastrukturschulden, abzubauen. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die von der Erwartungshaltung sehr schnell sein soll, aber von dem, was man vorfindet, jetzt nicht an nur Geld, sondern an Personal, weil es ist ja auch viel Personal entlassen worden. Da muss erstmal aufgebaut werden, da hält die Geschwindigkeit oder kann ich mithalten. Insofern sind wir in diesem Spannungsverhältnis von Erwartung, Geschwindigkeit muss hoch sein, und gleichzeitig müssen wir erstmal ein Fundament legen. Insofern die Engpässe, die augenblicklich entstanden sind oder entstehen, sind nicht so sehr, weil jetzt der Koalitionspartner sich entgegen dem Koalitionsvertrag anders verhält, sondern weil die realen Bedingungen noch nicht die Voraussetzungen schaffen, um die Veränderung schnell in die Wege zu leiten. Ich glaube, jetzt nach 2 Jahren stehen wir woanders, aber wenn man so eine Kernarbeit erstmal machen muss, ist man auch gut beschäftigt.
Wenn die Ökologie an der Realität scheitert, also die Umsetzung, was bedeutet das dann für das Mehrheitengewinnen? Also zunächst mal muss ich noch was sagen zu dem Wort Versteher. Versteher ist ja ein Begriff, der negativ konnotiert ist. Ne? Jemand, der jemand anders versteht, Pegida-Versteher, Kretschmann-Versteher. Solche Dinge sind alle negativ und ich würde sagen, das ist schon mal ein Grundirrtum, den man eingestehen und ändern muss. Also Verstehen ist die Grundlage einer neuen Erzählung und nur wenn wir in der Lage sind, andere, ich jetzt zum Beispiel die Grünen, zu verstehen, kann das etwas mit uns werden, würde ich mal sagen. Und jetzt zu Ihrer Frage. Habe ich nicht verstanden? Ja, okay. Wir machen gleich die Publikumsdebatte. Okay. Also ich glaube, das ist genau der zentrale Punkt eigentlich, an dem wir schon sind und den wir bisher nicht aufgelöst haben. Ich habe jetzt zwei Gespräche zwischen dem Bundesvorsitzenden der Grünen und dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gehört und die sind immer in diesem Kernpunkt der Frage, wir müssen relevant sein, wir müssen radikal sein. Und der eine sagt immer, wenn du radikal bist, dann bist du nicht relevant und der andere sagt, wenn du relevant bist, bist du nicht radikal. Also so sagt er es nicht, aber wir sind bisher nicht über diesen Punkt tatsächlich hinausgekommen. Also wie gewinnt man Vertrauen für eine sozial-ökologische Politik, sodass man mehrheitsfähig ist, hat Kretschmann geschafft. Und wie kann man dann tatsächlich auch handeln im sozial-ökologischen Sinne, hat Kretschmann bisher nicht geschafft. Ja, muss man, also wollen wir jetzt mal über Berlin diskutieren, nicht über Baden-Württemberg. Ja? Jetzt habe ich mich auch gewundert, dass du sehr sozusagen realistisch eingestiegen bist, was wahrscheinlich aufgrund des Schreibtisches und all der Probleme, die da tagtäglich zu lösen sind, auch tatsächlich so ist. So ein bisschen defätistisch, also Relevanz schaffe ich, indem ich jetzt mal hier die konkreten Probleme löse. Gleichzeitig gibt es ja in Berlin ein Mobilitätsgesetz. So, also das ist ja eigentlich ein Stück grüne ökologische Politik, die da umgesetzt worden ist. Was hat das, was ist die Wirkung davon? Naja, aber es ist schon die Grundlage. Also wir müssen... Ihr seid gleich dran. Also ich glaube, wir müssen eben viele Grundlagen ändern. Einerseits die gesetzliche Grundlage, das ist jetzt in einem sehr großen Tempo geschafft worden. 1,5 Jahre, wir hatten da einen ganz neuen Prozess eingeleitet. Das heißt, die Zivilgesellschaft war daran elementar beteiligt. Und ich glaube, über diese, wie schaffen wir eine grüne Erzählung und wie schaffen wir was Neues, da ist dieses, wie beteiligen wir die Menschen, die erstens ein Anliegen haben, davon betroffen sind in einer Weise, was nicht nur sehr fern ist, ich darf mal was schreiben, sondern wie kommen wir in einen realen Austausch, ist eine elementare Frage. Und das ist bei diesem Gesetz gelungen. Und insofern glaube ich, dass wir hier wirklich was Neues geschafft haben, nicht nur von der Substanz, sondern auch vom Prozessualen her, was auch Portfolio oder sein kann für andere Prozesse. Insofern das Zweite ist natürlich, wenn wir sagen, wir wollen was verändern, ist einerseits das Gesetzliche wichtig, andererseits ist es natürlich so, wenn es dabei bleibt, uns nicht viel hilft, sondern dass es jetzt in die reale Umsetzung gehen muss und auch da kommt es auf die Prozesse an, diesen Kontakt und diese Austausch mit denen, die die Stadt verändern, intensiv zu halten. Ich glaube, dass es für uns als Grüne schon einen Unterschied macht, ob wir auch von oben nach unten oder gemeinsam, wo natürlich jeder unterschiedliche Rollen hat. Die dürfen wir, glaube ich, nicht vermengen, aber wo wir in einer ganz anderen Kommunikation sind, als das früher der Fall war. Das ist zumindest auch von der Stadtgesellschaft in Berlin die Erwartungshaltung. Und bisher, glaube ich, konnten wir das gut bedienen, auch wenn die Ungeduld, das, was ich hier gehört habe, ist ja nur ein Gesetz. Ja, aber das Gesetz, das war auch eins von den zentralen Versprechen, was wir gegeben haben. Es wird eine andere Mobilität geben, die auf was anderem fußt als in der Vergangenheit. Und das haben wir eingehalten. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Und da ist es eigentlich, glaube ich, nicht hilfreich, wenn man das, was man geschafft hat, sagt, eigentlich nützt es wenig. Weil ich glaube, es nützt wahnsinnig viel.
Ist das denn, also ist es dann eine theoretische Diskussion, Relevanz und Radikalität, oder ist es so, dass diejenigen, die Relevanz haben, also in der Regierung sind, auch die Instrumente haben, die Prozesse gestalten können, Gesetze machen können, die müssen liefern, um sozusagen die Bedürfnisse der radikalen Seite, also der Bewegungsseite, zu begegnen und gleichzeitig den Raum zu eröffnen, dass die weitermachen, um sozusagen wiederum Druck auf die Relevanten zu machen. Ist das vielleicht sogar so ein Wechselverhältnis, das gar nicht aufzulösen ist, sondern das sich auch gegenseitig bedingt? Ja, also die Frage, wie Gesellschaft Politik mobilisiert und wie Politik Gesellschaft, die kann man endlos diskutieren. Aber das Fahrradgesetz in Berlin, großartig, dass es das jetzt endlich gibt nach all den Jahren, aber ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine Bürgergesellschaft eben nicht beteiligt wurde, sondern die hat sich selbst ermächtigt. Also dieser Heinrich Strössenreuter und seine Leute, die haben das Ding einfach getrieben und zwar richtig gut, richtig hart, richtig professionell, teilweise auch so fies, wie man sein muss, um Politik in Bewegung zu kriegen. Und das hat letztlich den Ausschlag gegeben. Also da ist einfach eine gesellschaftliche Kraft, die mit einem Know-how kombiniert wird und dann auf sozusagen eine für diese Sache bereite Regierungskoalition stößt und dann kannst du was erreichen. Das war eine ideale Konstellation. Aber ist das nicht auch der seltene Fall, oder was heißt selten, aber ist das sozusagen der Fall von Radikalität, die sich tatsächlich auf politische Prozesse bezieht? Denn andere Formen, gerade grüne Bewegungsformen, sind die nicht stärker auf die Veränderung des eigenen Lebensstils, also auf individualethisches, wir fangen jetzt schon mal an, wir machen das, wir schaffen uns den Freiheitsraum, den grünen ökologischen durch unsere eigenen Verhalten. Also denken wir jetzt an vegan, an autofrei Leben oder so. Und haben wir da, kriegen wir da eine Entpolitisierung in dieser Radikalität, die dann gar nicht mehr politisch sozusagen gestaltbar ist? Naja, also wir sehen ja in Berlin-Kreuzberg jeden Tag, wenn wir auf dem Fahrrad um unser Überleben kämpfen, wohin das führt, wenn man sozusagen Politik als Individuum betreiben will. Es führt eigentlich nur dazu, dass Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger sich gegenseitig sozusagen die Köpfe einschlagen oder zumindest sich auf eine Art und Weise beschimpfen, die nicht wirklich hilfreich ist. Das heißt, es braucht im Grunde da eine übergeordnete politische Regulierung, um diesen Raum, um den es da geht, eben gerechter zu verteilen. Aber dafür muss man eben dann auch einfach die knallharte Ansage machen, und die Ansage ist: Autofahrer, du hast zu viel Platz, Fahrradfahrer, wir haben zu wenig Platz, wir wollen etwas von eurem Platz. Und das ist natürlich etwas, was, sagen wir mal, jetzt in anderen Parteien, die jetzt eher Autofahrer vertreten, jetzt natürlich nicht etwas ist, was auf offene Ohren stoßen kann zu diesem Zeitpunkt. Ist es die, ist es die Erfolgsstrategie der Berliner Grünen, oder muss man sagen, okay, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, Autofahrerinnen und Autofahrer davon zu überzeugen oder sie mitzunehmen, denn letztendlich kann natürlich eine knallharte Politik, wie Peter Unfried sie eigentlich braucht, um sozusagen sicher durch Kreuzberg zu kommen, natürlich dazu führen, dass die Grünen abgewählt werden. Also die größte Überraschung für mich war, seit ich begonnen habe jetzt, dass eigentlich, was wir machen, nämlich zu sagen, ÖPNV, Rad und Fußgänger haben Vorrang jetzt mal, das auf unglaublich breite Akzeptanz stößt. Also auch dieses, was wir jetzt gemacht haben bei Tempo 30 Leipziger Straße wegen Luftverschmutzung, das wäre früher praktisch, da wäre man getiert und gefedert worden dafür. Das ging doch dafür verhältnismäßig geräuschlos, da gab es Debatten hier und da, bringt es was, aber es war im Vergleich zu früher, von vor 10 Jahren, war es eine geräuschlose Diskussion. Und das, was wir augenblicklich machen, da gibt es ein enormes Verständnis, sowohl beim ADAC, auch die
Ja, das ist so. Die sagen zu mir, es ist genau richtig. So müssen wir das machen. Wir wollen auch kein Autofahrerclub mehr sein, sondern wir wollen ein Mobilitätsclub sein. Da gibt es viel Bewegung. Teile der Autoindustrie, nicht alle, sieht man, dass die sehr stark auf Carsharing setzen. Die wissen, dass das Auto, wie wir es in den letzten 50 Jahren gesehen haben, dass das Vergangenheit sein wird, und zwar relativ schnell. Dass wir den Straßenraum anders aufteilen müssen, auch zugunsten denen, die noch Auto fahren müssen. Die haben nämlich dann mehr Platz und stehen nicht im Stau. Auch eine Frau Krütters sagt hier in Berlin, wenn wir mehr Autos auf die Straße bringen, einer wachsenden Stadt, der Raum ist begrenzt, das stößt an natürliche Grenzen, das können wir so nicht machen. Wir brauchen andere Konzepte. Da ist also ein Boden bereitet, wo man schon auch gut mitrechnen kann, dass man jetzt nicht an den Menschen vorbeiregiert. Das war ja die Frage. Wir machen so von oben, vielleicht so eine kleine Minderheit beziehen wir mit ein und der Rest hat die Faust in der Tasche. Nee, das ist gar nicht meine Erfahrung. Sondern die Menschen wollen eine Mobilität, die sie gut von A nach B bringt. Diese Luftverschmutzung ist ein enormes Thema geworden. Dieses NOx, das besorgt viele, das wollen die nicht. Die Menschen wollen, dass wir das lösen. Das versuchen wir. Und insofern glaube ich gar nicht, dass wir an den Mehrheiten vorbei regieren. Vielleicht sind nicht alle zufrieden, aber zumindest viele stimmen dem zu. Also reden wir über Freiheit und Lebensqualität und weniger über Ökologie. Dann, das ist der Weg. Wir reden über alles. Wir reden einerseits in diesem Spannungsverhältnis von lokaler Daseinsfürsorge, ja, mit all dem Komplex, was es beinhaltet, und gleichzeitig Lösungen zu finden, die auch eine globale Verantwortung implizieren. Und das heißt für mich globale Verantwortung schnellstmöglich weg von fossilen Energieträgern. Das ist Teil des Programms. Ja. Auch die Autos, die dann noch fahren, umstellen. Möglichst nicht Gas, Erdöl, Kohle. Das treiben wir auch. Und in diesem Spannungsverhältnis, da betreiben wir Politik und versuchen den Leuten, den Menschen zu erklären, wie das gehen kann, weil es Teile natürlich auch widersprüchlich ist. Aber in diesen Widersprüchen, glaube ich, wenn man da auch ehrlich ist, nimmt man auch die Leute mehr mit, als wenn man ihnen Sand in die Augen streut. Jetzt waren wir an einem interessanten Punkt, nämlich zu sagen, dieses ganze System wird sich allein, weil die Basis sich verändert, der Energieversorgung, weil die Leute eine andere Form von Lebensqualität wollen und weil wir mitten in einer technologischen Revolution stecken, wird sich ohnehin dieses ganze System verändern. Also die Digitalisierung wird nicht nur das Thema Verkehr verändern, sondern alle Lebenssysteme. Ist das eine Chance für die grüne Erzählung oder eine Bedrohung? Also es ist auf jeden Fall so, dass die grüne Erzählung nicht gefragt werden wird. Davon kann man jetzt mal ausgehen. Also ich war gerade im Silicon Valley und für diese Jungs, sind nur Jungs, ist das völlig klar, dass alle Autos elektrisch fahren werden. Dass aber die Autos autonom sein werden, also anti-autonom, und Mobilitätskonzepte spielen für die überhaupt keine Rolle. Also letztlich ist es so, das Auto wird eine App, die dazu da ist, unsere Daten abzusaugen und zu verarbeiten auf eine Art und Weise, wie wir sie nicht wollen. Und das sind Dinge, die jetzt in einer klassisch grünen Erzählung nicht sozusagen mit reinzudenken wären. Deswegen braucht man im Grunde eine größere Erzählung, um diese Dinge, die da jetzt sich vollziehen, einigermaßen regulativ in den Griff zu kriegen. Ja, wie Sie, Regine, du nickst, wie sieht die aus, diese größere grüne Erzählung? Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, was wir noch nicht gemacht haben, noch nicht in dem Maße, in dem es wirklich notwendig ist, zu sagen, augenblicklich findet diese Enteignung der Daten und Enteignung der Privatsphäre ja in einem großen Ausmaß statt. Und das wird viel stärker werden. Und wir müssen, glaube ich, sehr schnell gucken, wie die Digitalisierung mit dem freiheitlichen Begriff, ich bin selbst verantwortlich für meine Daten und ich möchte gerne bestimmen können, was mit ihnen passiert. Wenn wir da nicht schnell regulieren, dass das
verloren geht. Und dass wir dann in einen Form von Gesellschaftssystem reinrutschen können, die wir, glaube ich, nicht wollen können. Und deshalb muss es viel größer gedacht werden. Also gerade dieses, was passiert mit diesen, ich sage jetzt mal, Leihfahrrädern, Autos, aber da gehört ja noch viel mehr dazu, ob das der Kühlschrank, alles, ja, ist. Und wenn man das alles verknüpft, ist man kein Individuum mehr, nicht nur für eine Firma, sondern insgesamt in dem System, wie es wir in der Vergangenheit kennen. Da spielt der Begriff der Freiheit eine große Rolle. Und ich glaube, darüber müssen wir noch mal mehr reflektieren, wie wir schnell diese Freiheit, diese persönliche Freiheit verteidigen. Also ist die Digitalisierung eine Bedrohung? Achso, ja, ganz kurz nochmal eins zurück, weil der Punkt, auf den ich eigentlich raus wollte, ist, wenn du in Deutschland mit jetzt Ökos redest, klassischen Ökos, du erwähnst das Wort Elektroauto, dann sagen sie sofort, ja, Elektroauto, das ist keine Lösung, weil Kobalt und dies und das und so weiter. Und das stimmt ja auch, diese Dinge stimmen ja alle, aber das heißt, darüber können wir jetzt noch 20 Jahre reden, aber anderswo passieren Dinge, die einfach wahnsinnig schnell sind und viel schneller, als wir sie denken. Und deswegen ist das Elektroauto jetzt zusammen mit dem Pedelec ist eine Lösung, die auch in, sagen wir, puritanisch-ökologischen Kreisen einfach schneller akzeptiert werden muss, weil man sonst das Script darauf verliert. Dann werden andere was machen. Aber auch das ist ja sozusagen Erzählung, wir müssen uns vor etwas schützen, was es rollt irgendwie ohnehin auf uns zu. Also diese, wir können es nicht, also es ist so wie, ich sag mal, Ende der 90er Jahre, ja, wo Leute die Frage stellen, wollen wir die Globalisierung oder wollen wir sie nicht? Also wollen wir reinlassen oder wollen wir nicht? Diese, vor dieser Alternative stehen wir gar nicht. Weder was die Globalisierung betrifft, noch was die Digitalisierung betrifft. Aber gibt es sozusagen nur diese Verteidigung, diese reaktiven aus dem Boden der grünen Erzählung und der grünen Vorstellung von Freiheit, Gerechtigkeit, Ökologie, gibt es vor allen Dingen diese Verteidigungs- und Regulierungsidee oder liegt darin auch ein Gestaltungspotenzial, ein Freiheitspotenzial? Na, regulieren und Freiheit muss ich ja nicht ausschließen. Also das würde ich jetzt mal nicht als Widerspruch sehen, sondern auch als Einheit. Weil die einen erfinden und die Grünen regulieren dann hinterher. Nein, sondern wir regulieren, also es muss ja nicht nur regulieren, um was zu verbieten, sondern es kann ja auch sein, dass wir damit Freiheiten verteidigen. Also das ist ja genau die Idee. Also, dass wir bestimmte Bedrohungen damit abwehren. Das ist ja bei anderen Sachen auch nicht anders. Ja? Ob man jetzt CO2-Grenzwerte hat, auch damit verteidigen wir, ich sag mal, den Klimaschutz. Und es muss ja jetzt nicht sein, dass wir das eine nur das Böse, das Regulative, und das andere freier Markt ist das Gute. Also da würde ich das nicht unterschreiben. Mir geht es nochmal viel stärker um die Frage, wie ist die Digitalisierung nicht eine Chance und wenn nicht sogar die Rettung für die grüne Idee. Also wir stellen uns, wie die Böll-Stiftung hat sehr lesenswerten Energieatlas herausgegeben, in dem es Berechnungen darüber gibt, dass ganz Europa 2015 fossilfreie Energiegewinnung haben kann, setzt aber voraus, dass wir 2050, ja, gibt es Hochrechnungen, setzt aber voraus, dass wir in ganz großem Umfang smarte Technologien nutzen. Das heißt mit anderen Worten, sind sozusagen diese Leute, die sich jetzt mit dieser Technologie beschäftigen, ja, mit allen Technologien sind immer riskant. Aber ist das nicht auch kann das eine Chance werden, für die grüne Erzählung in ein digitales Zeitalter zu treiben? Oder ist es eben immer so, dass wir gucken müssen, da wird irgendwas erfunden und jetzt müssen wir gucken, wie setzen wir das so ein, dass es unsere Freiheitsräume nicht beschneidet? Also ich hätte gerne sozusagen die Überlegung darüber, wie wird das ein Gestaltungspotenzial für Grüne? Das kann ich Ihnen nicht beantworten, aber es wird Teil dieser
Erzählung sein müssen. Also ich würde jetzt noch mal grundsätzlich was sagen, wenn ich darf. Also ich denke, so eine Veranstaltung ist ja eben auch ein Selbstvergewisserungsdiskurs. Also das heißt, es gibt jetzt nicht nur bei rechten Kleinbürgern, sondern es gibt in allen Teilen der Gesellschaft im Grunde einen Versuch, Halt zu finden, einen Boden unter die Füße zu kriegen und sich zu fragen, wer bin ich eigentlich und wie verhalte ich mich sozusagen zu dem Rest, was hier passiert. Und ich denke, es ist der richtige Moment jetzt, dass man eben in diesem Bestreben, sozusagen einen Boden zu kriegen, genau loslässt von dem, was man immer gemacht oder gedacht hat und tatsächlich anfängt, sich zu bewegen. Also da würde die Digitalisierung mit all ihren nicht Berechenbarkeiten dazugehören. Aber im Grunde ist die Frage nicht, wer bin ich, sondern wer kann ich sein und wer will ich sein? Und deswegen ist die Idee, dass es eine grüne Erzählung sein könnte, die im Grunde die Gesellschaft in den nächsten 50 Jahren prägen könnte, sehr wahrscheinlich zu kurz gegriffen. Also es gibt eine Gesamterzählung, die jetzt sozusagen von Leuten angeboten wird, wie wir sie nicht haben möchten. Und es gibt unsere Erzählung, die liberale Moderne, die im Grunde an ihre Grenzen gekommen ist, genau wegen dem, was den grünen Kern ausmacht, weil die Erde nicht groß genug ist für dieses emanzipatorische, liberale Fortschrittsprojekt. Und jetzt ist es richtig zu sagen, genau jetzt ist die Sozialökologie dran, weil das genau der Missing Link ist, um im Grunde dieses Dilemma auf eine liberale, emanzipatorische Art lösen zu können. Aber, und das wäre mein Punkt eben, und da habe ich selber auch dazugelernt, es wird nichts nützen, darauf zu insistieren. Also wenn ich den Leuten zum Beispiel sage, ja Leute, ich bin Sozialökologe und die Lösung ist Sozialökologie, da kriege ich keine Punkte damit. Nicht mal im Taz-Milieu, weil die Leute sagen, hey, wie jetzt, bist du jetzt links oder bist du rechts? Und dann sage ich, nee, das ist total over. Sozialökologie ist die Lösung. So. Und das klappt nicht. Also im Grunde, das heißt, man muss das sehen, dass das die Grundlage dessen ist, wie man eine Erzählung finden kann, wo sich eine Mehrheit anschließen kann und könnte, aber es ist nichts, was man jetzt zu diesem Zeitpunkt in den Vordergrund stellen kann, obwohl sich das anbieten würde. Also letzter Schlenker noch, für mich eigentlich, ich leide darunter, aber gleichzeitig sehe ich eben die Grenzen von Macrons Projekt, der eben sozusagen das gesprengt hat, was wir bisher hatten und was keine Lösung anbietet für sagen eine liberale Moderne unter diesen ökologischen Gesichtspunkten, aber er hat das Öko nicht in sein Portfolio reingebracht. Er ist ein ganz großer jetzt Europäer, zumindest verbal irgendwie. Er hat Leute neu in die Spur gebracht, die gesagt haben, okay, da schließen wir uns an, vielleicht wird für uns auch was abfallen und für die anderen auch. Also im Grunde made in heaven, aber Öko passt da nicht rein, weil dann wäre das nicht mehr mehrheitsfähig. Und das ist irgendwie ein Dilemma. Aber ist das nicht der Raum, der sich genauso für ökologische und grüne Erzählung öffnet? Ja, dadurch, dass es wieder, wie es eigentlich immer war, viele gibt, die sagen, es gibt jetzt aber viel wichtigere Probleme. Und im Moment sehen wir in ganz Europa der Kampf für die Freiheit, ja, für gegen so ein völlig verirrte Vorstellungen, dass eine Demokratie illiberal sein könnte, gegen diese Abschließungstendenzen. Wir müssen erstmal Mehrheiten für das freiheitliche Europa gewinnen. Das ist ja so im Wesentlichen die Politik von Omarisch. Aber die Ökologie passt eigentlich nicht mit rein, weil das ist jetzt zu viel, das ist der Rucksack zu viel. So, da eröffnet sich ja eigentlich ein Raum zu sagen, wenn die grüne Erzählung davon ausgeht, dass die ökologische Frage die Basis für diese Freiheitsermöglichung, für diese Freiheitserzählung ist, weil die Leute nicht in verdreckten, verlärmten, vermüllten Städten leben wollen, können wir dieses Paradigma umdrehen? Kann man das in Berlin umdrehen? Ich glaube, also gerade nach diesem Sommer ist es auch schon umgedreht, weil die Menschen, glaube ich, schon sehr stark mitbekommen haben oder am eigenen Leib gesehen haben, was Klimawandel bedeutet. Was es bedeutet, wenn es jetzt, ich sag mal, nicht in den nächsten 2 Wochen regnet, wird die Spree kein Wasser mehr führen. Das sind Sachen, was man wahrnimmt.
was alles vertrocknet ist. Diesen letzten Herbst hatten wir diese vielen Stürme mit diesen unglaublichen Regenmengen, wo Bäume umgefallen sind, auf die Infrastruktur, Verkehr ist zusammengebrochen. Ich habe das sehr hautnah erlebt, deshalb ist es mir auch noch so präsent. Und genau das wird ja nicht aufhören, sondern es ist der Vorgeschmack von dem, was kommt. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und ich glaube, dass die Grünen die Partei sind, die augenblicklich am besten da aufgestellt ist und die größte Glaubwürdigkeit solche spürbaren Folgen dann auch jetzt nochmal zu sagen, was müssen wir denn jetzt tun? Weil wir sind ja gar nicht mehr in der Debatte, nur zu sagen, wie wehren wir denn den Klimawandel ab? Wie begrenzen wir ihn? Sondern gerade in der Stadt Berlin, wir fahren jetzt sehr stark hoch. Wie kann sich eine Stadt anpassen? Wie schaffen wir es, dass die Kanalisation das ganze Wasser aufnimmt, was sie nicht tut? Ja, wie bereiten wir uns darauf vor, auf solche Sommer, die noch extremer werden, wenn alles verdörrt? Was machen wir, wie schaffen wir Räume, wo die Menschen Schatten finden? Die ganze Stadt wird sich verändern in den nächsten 10 Jahren. Das müssen wir schnell machen. Und weil es jetzt so schnell weitergeht, und deshalb glaube ich, dass dieses, wir warten jetzt mal, wirklich die absolut falsche Erzählung ist, weil es auch ein Grundsatzproblem, was wir haben, gar nicht adressiert. Und das sollten wir auf alle Fälle nicht machen. Wir sollten das, was jetzt die Leute auch sehen, dass es richtig war, was wir die vergangenen 10 Jahre auch immer wieder angemahnt haben, dass wir da auf dem richtigen Pfad sind. Und dass wir das jetzt beschleunigen. Deshalb ist es mehr denn je wichtig, genau diese ökologische Erzählung zu erzählen. Aber ich finde es auch richtig, diese Gerechtigkeitsfrage, Generationengerechtigkeit, Gerechtigkeit zwischen wer wohnt wo, mit aufzunehmen. Und das ist noch für mich eine Leerstelle, glaube ich, wo gerade die Grünen noch mehr diskutieren müssen. Wie können Sie diese soziale Gerechtigkeitsfrage in dieses Grundsatzproblem Ökologie viel mehr integrieren? Aber muss ich sagen, das höre ich seit vielen Jahren, also mit allem Respekt von Politikern, dass jetzt, weil irgendwie die Sommer gut waren oder schlecht waren oder die Winter, dass die Leute jetzt gemerkt haben, wie das ist. Und ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, dass das etwas ist, was wirklich so einen Paradigmenwechsel bringen wird. Also es sei denn, es gibt irgendwelche Katastrophen und auch diese nur kurzfristige Art, wie wir bei Fukushima gesehen haben. Aber die Grundsatzfrage ist doch tatsächlich, und das hat Macron im Grunde erkannt, das halb links, halb rechts Spektrum funktioniert nicht mehr, um im Grunde gesellschaftliche Lösungen tragfähig so hinzukriegen, dass man sagen könnte, okay, wir können einigermaßen wohlgemut in eine Zukunft gehen. Und die Antwort, die eine Antwort, die jetzt gegeben wird, das ist die Antwort von Trump. Und das ist im Grunde der komplette Irrealismus. Also der sagt dann einfach, Leute, ich verlasse das Spektrum der Realität, ich verlasse das Klimaabkommen von Paris. Könnt ihr alles vergessen, jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, die kleiner ist, nicht so kompliziert, die ist kleiner und die ist auch zeitlich viel kleiner, denn sie reicht maximal 30, 40 Jahre und sie reicht auch nicht für alle Leute. Also er hat im Grunde auch die Idee, dass es eine Welt gibt, aufgegeben. Sie reicht aber für uns, für unseren Stamm, für diese paar Leute. Und wenn wir unser Ding knallhart durchziehen, dann können wir das irgendwie in den nächsten 50 Jahren noch hinkriegen. Und dagegen wird es innerhalb dieses Halb-Links-Halb-Rechts-Spektrum. Also meine These ist ja, wissen Leute, die meine Kolumne lesen, dass die SPD es nicht mehr schaffen wird. Da gibt es ein riesiges, nicht nur Vakuum politisches, das man jetzt irgendwie ausnutzen kann, sondern es gibt ein riesiges Bedürfnis. Und die Frage ist, wer da rein kann, um sagen, das neu zu definieren. Und da gehört natürlich die Ökologie auf jeden Fall mit dazu. Nur ich bestreite das ja gar nicht, ich möchte das auch, ich halte das für essentiell. Ich sage nur, man darf nicht darauf bestehen und man darf es vor allem nicht darauf reduzieren, sondern das ist das Grundmotiv, auf der das Ganze in Bewegung kommen muss. Aber es ist nicht der Grund, warum die Leute das mehrheitlich wählen werden. Das wäre jetzt auch genau meine Frage gewesen. Wir hatten gestern Abend, einige waren ja hier, so eine kleine Sentenz, wo ein
Teilnehmer sagte, naja, suchen die Leute nicht nach Selbstwirksamkeit und jetzt sieht man doch am Dieselgate, was, wie unfähig Politik tatsächlich ist, wie Probleme zu lösen. Und daraufhin die Antwort von Cohn-Bendit kam, wenn die Leute völkische Ideen haben, wenn die auf identitäre Politik aus sind, dann bringt man sie davon nicht ab, indem man das Dieselproblem löst. Ist das so ein bisschen der Kern dieser Problematik, Mehrheiten zu gewinnen, dass die Leute mit gar nicht verstehen, oder das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen grün moralisierend herab, dass die Leute nicht verstehen, dass sie diesen Raum der Freiheit brauchen, der durch die ökologische Katastrophe eingeschränkt wird? Ich glaube, der wichtigste Schritt ist im Grunde, also da mache ich mich jetzt sicher beliebt, ist im Grunde, dass nicht nur die etwas nicht verstehen, sondern dass wir etwas nicht verstehen. Und das ganze Emanzipatorische, ja, kleiner Beifall, aber immerhin. Also es geht voran. Und dass im Grunde dieses ganze emanzipatorische Projekt der liberalen Moderne an seinen Grenzen ist und die Frage ist, wie wir in der Lage sein werden, es fortzuführen. Und das meint sowohl jetzt den ökonomischen Wohlstandsaspekt als auch den emanzipatorischen Aspekt. Also jetzt mal ganz platt gesagt, es gibt nichts, was bestimmte Leute in bestimmten Reihen Deutschlands ärgerlicher und kirrer macht als ein Binnen-I und ein Sternchen in der Sprache. Das ist so, ne? Jetzt kann man irgendwie sagen, ja, aber das ist für uns nicht verhandelbar, denn die Welt kann nur gerecht sein auf Basis einer gerechten Sprache. Kann man machen, wird man aber keine Mehrheiten damit organisieren. Man wird, wenn man aber sagen würde, okay, lass uns miteinander mit einer Sprache sprechen, wo wir beide uns wohlfühlen und uns gegenseitig respektieren und verstehen können, ohne dass jemand die Regeln dieses Sprechens vorgibt, weil er nämlich sozusagen humanistisch irgendwie eine Klasse über den anderen ist, dann hat man eine Chance, möglicherweise das Ganze anzuschieben und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt diese emanzipatorischen Bereiche auch noch weiterzuentwickeln. Aber jetzt sozusagen darauf zu bestehen, dass das alternativlos ist, das wird nicht funktionieren. So, jetzt brauchen wir unbedingt Widerspruch von grüner Seite, aber auch aus dem Publikum, das jetzt auch noch die ganze feministische Emanzipationsdebatte störend für die ökologische Frage angesehen wird. Deshalb würde ich jetzt gerne mal, wenn, Regine, du hast noch mal das Wort, und dann würde ich gerne Meldungen im bewährten Reißverschlussprinzip annehmen. Naja, also du hast ja schon in der Frage impliziert, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt ausgerechnet die feministische Sprache das Wichtige ist, warum wir nicht zusammenkommen, sondern ich glaube, da gibt es noch ganz andere Widersprüche, die wir adressieren müssen. Glaube ich, müssen wir noch mal überlegen, ob es wirklich nur an der Sprache liegt oder auch an den unterschiedlichen Gedankenwelten und zu überlegen, wie man die zusammenbekommt. Ja, hier vorne ist eine Wortmeldung. Danke. Andrea Nunne aus Grüne aus Hamburg. Ich würde gerne noch mal grundsätzlich auf diese grünen Ideengeschichten hier eingehen. Und ich finde, wir können hier super wahnsinnig viele gute Ideen mitnehmen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich habe aber etwas vermisst, und zwar ist das die grüne Ideengeschichte, die aus unseren Anfängen stammt, nämlich wie wichtig es ist, dass wir aktiv sind, auf die Straße gehen und damit was bewirken können. Und ich denke, da sind wir heute an einem Punkt, wo wir vielleicht da wieder anknüpfen können und wo es vielleicht wieder noch ganz wichtig ist, in großen Mengen gegen rechts auf die Straße zu gehen und auch Wald retten und Kohle stoppen, ist, glaube ich, im Moment auch ein Bereich, wo wir wirklich in großen, großen Mengen nach draußen gehen sollten und wir uns vielleicht mit grüner Ideengeschichte, einer urgrünen Ideengeschichte gut aktivieren können. Und alle mit uns zusammen. Ja, jetzt der Herr im blauen Schal und dann brauche ich erst noch mal eine Frau, Lukas, wenn du entschuldigst. Ja, ich habe noch mal eine Frage zu Links-, Rechts- und Sozialökologie. Jetzt war ja die Aussage sozusagen, ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, sozialökologisch. Ich verstehe das nicht. Warum ist das nicht links? Also was heißt das sozial in der Sozialökologie, wenn das nicht links ist? Wie
finanziere ich den klimagerechten Umbau der Gesellschaft, die Klimainfrastruktur, die ich brauche, sicherlich nicht mit einer rechten Steuer- und Finanzpolitik. Also aus meiner Sicht habe ich das jetzt nur als Behauptung gehört, dass links und rechts sozusagen überholt sei, aber ich habe es noch nicht verstanden. Aus meiner Sicht ist das, was ihr vorgestellt habt, jedenfalls mehr links als rechts. Das ist meine Frage. Okay, nochmal nach links und rechts. Ich würde gern, gibt es noch eine? Dann Lukas, bitte. Das ist jetzt keine andere Wortmeldung. Also zu der Frage, wie kommt man zu Mehrheiten? Ich glaube, dass das Gefühl, dass heute ganz wesentliche Probleme nicht mehr gelöst werden oder gelöst werden können, schon insofern uns alle adressiert, als dass es um eine Weiterentwicklung unserer demokratischen Verfasstheit geht. Und da finde ich das Beispiel Irland mit dem Referendum über die Legalisierung von Abtreibung und die Legalisierung von gleichgeschlechtlichen Ehen eigentlich ein wunderbares Beispiel, weshalb traditionelle Parteipolitik, die ja immer auch eine Politik in der Konkurrenz zu anderen ist, an ihre Grenzen stößt. Niemand hat dieses Ergebnis erwartet, aber durch die Methode einer beratenden Demokratie, in dem eine Kommission aus ganz unterschiedlichen, zufällig sozusagen zusammengestellten Menschen in eine Beratung gehen und die Regierung sich vorher verpflichtet, dieses Ergebnis zu respektieren und zur Abstimmung zu stellen, hat im Grunde genommen zu diesem Erfolg beigetragen. Und ich glaube, dass wir über solche Strategien sehr viel stärker nachdenken müssen, damit das, was in einer Gesellschaft lebt, sich nicht nur per Stimme für bestimmte Parteien äußern kann, sondern in anderer Weise darüber hinaus wirksam werden kann. Vielen Dank. Vielleicht nochmal zurück sozusagen hier aufs Podium. Also diese, im Grunde war das hier eine Frage in eine ähnliche Richtung. Sollen wir eigentlich, ist die Lösung nicht wieder stärker Bewegung zu sein, auf die Straße zu gehen, in den Wald zu gehen, zu zeigen, wir sind mehr, ja, diese Art der Politik, die natürlich ein bisschen der Unterschied zwischen den 80ern und heute ist, Grüne sitzen in der Regierung, das war, oder in Regierungen, das war damals nicht der Fall. Und Lukas' Frage, brauchen wir eigentlich eine Weiterentwicklung der Demokratie als Demokratie? Und ich würde erstmal gerne diesen Punkt und dann die Frage, gibt es eine Auflösung, gibt es wirklich diese Auflösung des Links-Rechts-Schemas? Vielleicht erstmal diese Bewegung und vielleicht sage ich erstmal was, das war ja auch mein Punkt ganz am Anfang, wir brauchen andere Prozesse. Und wenn man die Prozesse anders organisiert, und das ist ja das, glaube ich, was in welche Richtung das geht, dann kann man, glaube ich, viel mehr Menschen ansprechen. Und da ist es richtig, einerseits auf die Straße zu gehen, aber andererseits, ich glaube, das wird auch nicht reichen, sondern wir müssen mehr Kommunikation organisieren in einer ganz anderen Form. Wir versuchen das hier jetzt auf lokaler Ebene, aber auf, ich war ja vorher im nationaler Ebene eher aktiv. Ich fand es schon oft sehr bescheiden von Mitwirkung von Zivilgesellschaft, wie das organisiert war und welche Möglichkeiten da gegeben waren. Wie schafft man Mehrheiten? Und da ist ja immer so dieses Radikal versus Reform Relevanz. Also ich glaube, ich versuche es mal in Schlagwörtern, dass es gar nicht eine Polarität sein muss, sondern man muss verbinden Ehe für alle wie kostenlose Kindergärten für alle. Das, wenn man das zusammenbringt, also diese Themen, was, wo man sagt, Minderheiten vielleicht, aber dann auch, was die großen Mehrheiten interessiert, dann organisiert man, glaube ich, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt erstens und zweitens organisiert man sich auch Mehrheiten, die breit getragen sind. Und aber um das zu erreichen, müssen wir in eine andere Kommunikation kommen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der erstmal jetzt noch erarbeitet werden muss. Irland habe ich auch mit Interesse verfolgt, ehrlich gesagt, wie die das gemacht haben, weil das Ergebnis so erstaunlich war. Also ja, die soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die ökosoziale Frage
Insofern kann man sagen, das ist ein linkes Projekt, aber die Fläche, auf der im Moment sagen die unterschiedlichen Pole der Welt miteinander streiten, ist die liberale versus autoritäre Frage. Also insofern kann man auf das eine nicht insistieren, sondern muss das andere bearbeiten. Deswegen finde ich das Wort linksliberal übrigens auch durchaus angemessen als Beschreibung für die Grünen, weil das im Grunde beides umfasst. Aber das Dilemma oder das Neue, finde ich, ist eben, dass die Frage nicht sein darf, wer bin ich, also bin ich jetzt links oder linksliberal oder bin ich das nicht mehr, sondern die Frage ist, das klingt jetzt platt, ist aber so, was sind die Probleme und wie löse ich sie? Also im Grunde, wir haben irgendwie eine fossil befeuerte Moderne, das geht nicht mehr so weiter, also muss ich dieses Problem lösen. Gleichzeitig habe ich irgendwie eine Gesellschaft, die an den Rändern auseinanderbricht, das kann ich nicht vom Rand auslösen, sondern ich muss das von der Mitte auslösen. Also ich muss im Grunde meine Themen in die Mitte bringen, aber ich muss auch die Themen, die in der Mitte verhandelt werden, zentral verhandelt werden, die muss ich in der Lage sein zu bearbeiten. Und wenn ich das kann, dann bin ich zentraler Teil dieser Erzählung, wie sie im Moment abläuft und habe auch dann die Chance, die sozialökologisch oder in Ihrem Fall grün zu machen. Aber rauszufinden, wo ist die Mitte und diese die Mitte politisch auch sichtbarer zu machen, so habe ich jedenfalls Lukas Beckmanns Äußerung verstanden, wird nicht mehr nur allein durch Parteien müssen, Spitzenpolitiker müssen zuspitzen, müssen konkurrieren, das ist ja richtig, es geht um den Wettbewerb der politischen Konzepte und gleichzeitig brauchen wir vielleicht auf einmal so etwas, was in einer sehr diversen und fragmentierten Gesellschaft so den Konsens erhebt. Also es ist ja nicht nur Irland, sondern wir sehen ja, dass Gisela Erler in Baden-Württemberg mit intensiven partizipativen Konzepten, mit Zufallsbürgerinnen und Bürgern auch auf sag mal, landespolitischer oder auch stadtkommunalpolitischer Ebene Probleme löst, dass größere Mehrheit von Leuten sagt, ja, das ist in Ordnung. So, der Prozess ist in Ordnung und ich vertraue dem politischen Prozess wieder. Also so habe ich dich verstanden, Lukas, das ist etwas, was grüne Politik kann, weil sie das vom Anfang an, dieses Bürgerinnenprinzip, das Partizipationsprinzip mitgebracht hat und jetzt in dieser Situation des Stresses, ja, des kulturellen Kampfstresses auch nicht aufgeben sollte. Also so habe ich das verstanden. Es gibt jetzt noch eine Wortmeldung und ich wollte gerne noch einen Punkt, der aus der AG, in der ich war, der jetzt, das würde mich einfach wirklich für Berlin interessieren, der daraus resultierte, wo es um Ökologie und Ästhetik geht. Aber jetzt erstmal da hinten die Wortmeldung, bitte. Ja, hallo. Nochmal kurz nachgefragt. Diese ökosoziale Frage finde ich lustig, weil ich komme ja eigentlich eher so aus dem Business-Kontext und da wird immer das Ökosoziale vergessen. Also da geht es um Profit. Jetzt sagen Sie wieder, nee, es geht um People und Planet und vergessen den Profit bei ökosozial. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass es nicht nur eine ökosoziale, sondern eine ökosozial-kapitalistische Frage ist, mit der wir uns beschäftigen müssen. Nochmal so als Ergänzung, um da diesem kleinen Blindspot nachzujustieren. Und was ich halt auch bei der Erzählungsthematik ein bisschen vermisse, ist, die Leute, oder dazu zähle ich mich auch, gucken halt lieber Netflix, geile Netflix-Serien, statt ein Parteiprogramm zu lesen. Also auch da die Frage der Narration. Nein, nein, nein. Das ist, ja, ja, aber da müssen wir hin. Michael, du bist ja gleich dran, du kannst das erklären. Warum sind diese Narrative so stinkend langweilig und so theoretisch und wo sind die Emotionen? Ja. Weil wenn ich nicht emotionalisiere, dann brauche ich mich überhaupt nicht wundern, dass Leute keine Lust drauf haben, nicht mitzugehen etc. pp. Dann kreiere ich einen rationalen Raum für die Leute, die sich darauf einen runterholen und die das emotional antriggert, aber andere sind da halt nicht emotional so mitgerissen. Also eben diese Ergänzung um Profit fände ich spannend und diese Frage der Narration, der medialen Aufbereitung, der Sexiness und der Emotionalisierung, weil das eine ist ja gegen Hass und Wut zu wettern, aber wo sind die anderen emotionalen Angebote dann? Ja, Peter. Da kann ich Sie beruhigen. Der Green New Deal von Ralf Füchs, der denkt auch den Kapitalismus mit und hat da im Kern eben die Idee, dass unser Wohlstand sozusagen das Zentrum ist und das
andere auch dazu beiträgt, dass wir unseren Wohlstand bewahren. Das schon. Aber einen Punkt will ich doch noch nennen, den habe ich nämlich vergessen. Und zwar zentral für so eine Erzählung ist im Grunde, dass wir uns etwas zutrauen, etwas Neues zutrauen. Und das ist eben im Grunde, dass wir in der Lage sind, mit Leuten, die anders sind als wir selber, Allianzen zu schließen und Vereinbarungen zu treffen. Also der Klaus Leggewie hat diesen schönen Satz irgendwie geprägt, den habe ich über meinem Schreibtisch aufgehängt. Für die ökologische Transformation musst du dich auch mit dem Teufel verbünden. Und das ist etwas, was uns bisher ziemlich fremd ist und verständlicherweise auch fremd ist, aber es wird nicht anders gehen. Also wir müssen im Grunde uns mit Menschen, die anders sind, ganz anders irgendwie auch, sagen wir mal, ethisch, humanistisch anders drauf sind, müssen wir im Grunde Vereinbarungen treffen, weil alle großen Fragen, die jetzt anstehen, planetarische, globale Fragen sind, und die werden auch wir nicht lösen können, indem wir eine Grenze hochziehen und uns dahinter verstecken. Und wir sind wirklich da noch sehr rückständig. Das muss ich schon mal sagen, letztes Ding, was ich lag mal in meinem Bett und habe ein Buch von Christian Lindner gelesen. Und dann sagte meine Frau, dieses Buch kommt mir nicht in unser Bett. Und jetzt würde man sagen, ja klar, selbstverständlich, aber das zeigt, wie eng unsere eigenen Grenzen sind. Also gibt's noch einiges zu tun. Ja, halt, Moment. Halt. Michael, du bist gleich dran. Jetzt ist erstmal Regine Günther dran und dann gibt's noch zwei Meldungen, Wortmeldungen. Ja, ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also ich habe ja früher in meinem früheren Leben lange, lange Jahre für den WWF gearbeitet. Hier sind auch einige, die in der Zivilgesellschaft hier für German Watch, und wir haben uns intensivst bemüht, den sogenannten Teufel, ich will jetzt nicht sagen mit wem, ins Gespräch zu kommen und zum Handeln zu bringen. Der wollte einfach nicht. Insofern, also da muss auch eine Bereitschaft sein. Und deshalb glaube ich, da muss der Druck auf den erhöht werden, ohne das jetzt benennen zu wollen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns geziert haben. Das ist einfach nicht die richtige Erzählung. Wir haben gesagt, genau das, ich weiß noch genau die Debatte, die wir auch in der Böll-Stiftung hatten, wo wir gesagt haben, um unter 2 Grad zu bleiben, da haben wir damals noch nicht von 1,5, da müssen wir mit allen sprechen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Nur die haben einfach nicht mitgemacht, und zwingen konnten wir sie auch nicht. Und wie wir heute in der Dieseldebatte sehen, sind die auch heute noch nicht bereit, wirklich zu Lösungen zu kommen, sondern auf der rhetorischen Ebene ganz weit vorne, auch kommunikativ. Aber wenn es dann darum geht, wirklich Lösungen anzubieten, siehe auch Elektrobusse von der deutschen Autoindustrie, ist nämlich blank. Jetzt sind die blank. Und das ist das Dramatische, dass die da gar nicht mitziehen. Und es liegt wirklich nicht an uns, weil die Angebote waren da. So, jetzt noch 2 Wortmeldungen. Und dann wollte ich meine letzte Frage noch loswerden. Hier die Dame, genau. Ich wollte das halt jetzt nochmal zurückspielen und auf die Konferenz hier anwenden. Dieses viele Reden und Debattieren. Andere Formate, anders mit uns sprechen, uns nicht warten lassen. Jetzt ist das erste Mal, wo ich das anders empfinde, zum Abschluss. Ja, warten Sie bitte, bis Sie dran sind, dann müssen wir alles durchkauen und so weiter. Warum, wenn ich das mit anderen Veranstaltungen vergleiche, gehen die Leute nach Hause und setzen das dann mehr in Aktion um? Also mehr uns mit einbeziehen, oder mich zumindest, ja, wenn vielleicht darf ich nicht für andere sprechen, und andere Formate der Kommunikation direkt auch anwenden. Mein Vorschlag vorhin war prozessorientiert. Wie erlebe ich das? Wie bin ich hier? Was passiert mit meinen Gefühlen? Wie ist das mit den Ambivalenzen zu den Themen? Die muss ich erstmal ausschöpfen, um irgendwie auch mal meine Kräfte mobilisieren zu können. Und letzter Punkt, Veranstaltung. Ich vergleiche das immer mit dem Traum, Handlungskreis. Im Traum kann man tolle Emotionen haben, aber nur die Schlafwandler können was tun. Gehen Sie auf rechte Veranstaltungen, gehen die Leute nach Hause und dann wird irgendwas unternommen. Ja? Also diese propagandistische Schließung, die okay, also konnotiert das jetzt ist. Sozusagen noch mal eine Kritik Kommentar am Format. Ist, ja. Ne? Gut, vielen Dank. Nehmen wir auf. Und ganz letzte Reihe nochmal, bitte. Ja, im Grunde, ich bin einmal mit
einem Nationalstaat konfrontiert, in dem Parteien, Parteihierarchien eben nicht eine Erweiterung der Demokratie beschließen oder irgendwie einen perspektivischen Angriff nehmen. Und ich konstatiere, dass ich diesen Nationalstaat habe. Und wie ich das überwinde, ist nicht abschließend letztendlich ersichtlich oder wie ich eine europäische Handlungsfähigkeit, eine internationale Handlungsfähigkeit herstelle, wie ich mit dem Finanzkapitalismus, den ich nicht nass machen möchte beim Waschen, ökologisch transformiere bei einer gleichzeitigen Weltbevölkerungsexplosion, wirkt nicht so überzeugend, ja, im Grunde. Und wie ich mit einer Immigration umgehe, wo ich keinen ausschließen will, aber gleichzeitig Millionen Leute im Grunde davon ausschließen muss, zu emigrieren nach Deutschland oder herzukommen, und wo ich auch nicht die Ursachen beseitigen kann. Ich muss also den Nationalstaat, die Einwanderung neu definieren. Ich müsste im Grunde den Umgang mit dem Kapitalismus, mit Finanzkapitalismus, es gibt jetzt dieses Buch über das Digital von, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, wo jemand sagte, im Grunde könnten wir die Märkte durch Logarithmen ersetzen, die eine Angebot- und Nachfrage gezielt steuern, also das, so eine, auch eine Orwellsche Idee, aber doch ein radikalerer Ansatz. Und wie gehe ich, also Nationalstaat, Parteien, okay. Staat und also die Frage ist sozusagen nochmal die Komplexität der Themen ins Auge zu nehmen, wenn wir über Erzählung reden. Also ich sehe nicht klare und deutliche Definitionen. Okay, danke schön. Das war nochmal Erinnerung daran, was ist der Horizont eigentlich, innerhalb dessen wir uns hier bewegen, was quasi alles gleichzeitig, an welchen Schrauben auch gleichzeitig gedreht werden muss. Ich wollte gerne nochmal eine Frage reinspielen, meinerseits aus der Freiheit natürlich auf die Kommentare auch zu reagieren. Die Frage nach der Emotionalität. Wir haben es selbstkritisch, muss ich das einräumen, ein bisschen versäumt, über die grüne Erzählung zur Ästhetik und Kultur auch einen Workshop anzubieten. Und die Frage ist, ob nicht in dieser Ästhetik, auch in Bezug auf die Stadt, ein Schlüssel der Emotionalisierung liegt. Es ging in der Arbeitsgruppe, in der ich war, um die europäische Stadt als ein Ideal, was weltweit die Vorstellung eines lebenswerten Raumes ist, das fängt an bei der Architektur, über die kurzen Wege, über die öffentlichen Räume. Müssen wir sozusagen mehr, mangelt es uns vielleicht auch ein bisschen darin, auch in dem, was wir unter Stadtbau verstehen, diese ästhetischen Dimensionen, die Menschen ja auch unmittelbar zu Herzen sprechen, die mit einzubeziehen? Das ist jetzt nochmal ein kleiner Hinweis oder ein kleiner Versuch, auch eine Frage aus den Workshops hier mit reinzuspielen. Und ich bitte sozusagen nochmal um Reaktionen, auch gerne auf die Kommentare. Und dann gehen wir drei ab und dann geht es in die Schlussrunde. Ich glaube, dass wir da am Anfang stehen. Wie eine neue, moderne Stadt aussieht, da gibt es Konzepte von Architekten, die ich jetzt kenne, aber dass wir sehr viel mehr in so eine Debatte gehen müssen, weil das ist, was die Menschen unmittelbar berührt. Also sobald es um ihr unmittelbares Umfeld geht, ist die Beteiligung enorm. Egal, welche Fragen man da aufruft. Und insofern glaube ich, dass wie sieht eine moderne, neue, lebenswerte europäische Stadt aus, dass das eine der großen Fragen ist, die wir auch in den nächsten Jahren diskutieren, weil alle Städte im Umbau sind. Also letztes Jahr habe ich mir eben auch die großen europäischen Städte angeguckt, London, Paris, Wien, Moskau. Wer in Moskau war vor 10 Jahren, findet heute eine komplett andere Stadt vor. Die haben da Milliarden und Abermilliarden investiert und aus einer, sage ich mal ein bisschen despektierlich, postsozialistischen Tristesse wurde eine wirklich wunderschöne Stadt. Worauf sie auch sehr stolz sind und worauf sie auch stolz sein können. Aber bei allen anderen Städten ist es genau, was du sagst, die gehen alle in die Richtung, die wir auch denken. Wir wollen mehr Grün, wir wollen Anpassung an den Klimawandel, wir wollen mehr Raum für die, ich sage jetzt mal, Fußgängerinnen, wir wollen den Autoverkehr zurückdrängen, ohne ihn schlagartig zu verbannen. Wie kann so ein Prozess aussehen? Es sind überall die gleichen Fragen.
Und es ist nicht nur Berlin, sondern das ist auch weltweit, wenn man auch nach Mexiko geht, Los Angeles, überall läuft dieser Prozess. Und da sind wir jetzt dabei, in einen viel engeren Austausch zu kommen und dann zu sagen, wie sieht es denn aus, was wollen denn die einzelnen Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner und wie kann man so einen Prozess vielleicht auch miteinander vernetzen und globaler machen, damit wir schneller ans Ziel kommen. Gut, jetzt geht es nicht in neue Arbeitsgruppen. Wir sind am Ende dieser Diskussion. Jetzt, das Schlusspanel hat natürlich jetzt die Aufgabe, alles zusammenzufassen, alle Punkte nochmal vorzubringen. Und da uns diese Aufgabe zu groß scheint, sagen wir hier Tschüss und setzen uns ins Publikum. Applaus